Hey, hallo und herzlich willkommen zurück in der Höhle, in dem Minenschacht, hier in unserer Minecraft-Welt, wo ich eine Spinne gehört habe und ich höre ungern Spinnen. Spinnen sind nicht meine nettesten Gesellen, aber sie sind mir wesentlich angenehmer als Skelette und Hexen. Hexen sind ganz schlimm. Vor allem, wenn sie einen Vergiftungstrank werfen. Weil ich habe auch selten einen Milcheimer mit dabei. Eigentlich bräuchte man mal für so einen Notfall wirklich einen Milcheimer, den man immer mit sich rumschleppt. Aber wer macht das schon? Ich glaube, das macht so gut wie keiner. Außer vielleicht einige PvP-Experten, die dann auf einen Trank gewappnet sind, gegen einen Trank gewappnet sind. Am besten vergiftet sich der Gegner dann auch gleich noch mit selbst. Oder mit einem Schadenstrank trifft er beide und man selbst... Ach nee, dann bringt ja die Milch auch nichts mehr. Fällt mir gerade ein. Autsch. Ich sollte was essen. 55 Kohle haben wir wieder voll. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Fackeln machen. So, 52 haben wir jetzt wieder. Hier unten ist nichts. Genau. Nikos. Nissos. Nemo ist hier, aber Nemo ist niemand. Aber niemand ist hier ja so gesehen auch. Wenn hier nichts ist, ist hier auch niemand. Sagt eine alte Weisheit der Indianer. Und die alte Weisheit der Indianer habe ich mir gerade ausgedacht. Das heißt, die Indianer sind mir hoffentlich nicht böse, dass ich einfach ihren Namen hier für etwas verwendet habe. Aber viele Völker haben ja echt coole Weisheiten, muss man sagen. Und das sind auch manchmal echt coolere Weisheiten als die, die man einfach immer auf Facebook findet. Das ist schon nicht ohne, finde ich. So. Einmal hier ausleuchten. Da vorne hatte ich doch noch Eisen. Das weiß ich ganz genau. Das heißt, das werde ich hier auch noch mitnehmen. Darunter war auch noch Eisen. Hoppa, hoppa, so. Also falls wir mal irgendwann wieder Gravel brauchen, da haben wir hier Tons of Gravel. Ich mach mal eben den Eimer wieder nach draußen, einfach falls wir ihn brauchen, falls wir uns mal dringend löschen müssen. Haben wir stets einen Eimer parat in unserem sechsten Slot. Das ist doch schön. Ich werde eh verpeilen, die 6 zu drücken. Ich meine, ich habe meinen Daumen gerade genau auf der 6 angelegt, aber ich werde es eh verpeilen, die 6 zu drücken. Da kenne ich mich eigentlich gut genug, weil ich habe zwar eine MMO-Gaming-Maus, aber außer für die Playlist verwende ich die Tasten sehr selten. Und das ist eigentlich nicht das, wofür sie gedacht ist. Also ich glaube, eine MMO-Maus ist nicht dafür da, eine Playlist damit zu steuern. Aber nun denn, die Musik ist ein wenig langfried... Au! Das hat mich jetzt erschreckt. Euch vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht mit gerade im Herzkasper irgendwie hier ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das wäre nämlich äußerst unschön. Und ich bin nämlich so selbstsüchtig und denke nur daran, dass ihr dann meine Videos nicht mehr schauen könnt. Deswegen wäre das unschön. Aber in Wahrheit stimmt das ja gar nicht, dass ich so selbstsüchtig bin. Aber sagt man ja vielen Leuten einfach immer schnell nach. Einfach immer, ja, der ist selbstsüchtig. Wie so vieles einfach irgendwelchen Leuten nachgesagt wird. So, hier einmal hoch. Und hier einmal lang. Hier ist Muy Bren nicht so. Und nichts ist immer gut. Ich mag es, wenn irgendwo nichts ist. Das ist mit den Fackeln echt zu hell hier. Und vor allem sehe ich dann auch nicht, wo ich noch groß ausleuchten muss. So, hier ist aber erstmal finito. Dann schaue ich erstmal die Wände hier ein bisschen an. Ob ich nicht hier irgendwo etwas übersehen habe. Hier könnte noch eine Fackel hin. Und hier haben wir dann wieder Kohle. Da-da-da-da-da-da-da. Ich frage mich, wie lange die Eisenspitzhacken auch überhaupt halten. Habe ich noch Roheisen im Inventar? Ich glaube, ne? Ja, 15 Stück. Das reicht ja dann für 5 Spitzhacken. Oder für ein paar Schwerter. So, weil das Schwert macht, glaube ich, auch nicht mehr so lange mit.
Und hier muss ich zugeben, der Wasserfluss gefällt mir rein gar nicht. So, einmal flupp, hier auch noch mittendrin eine Fackel anbringen, damit uns ja nichts überrascht. Ich mag das immer so, nach und nach sich die Höhlen zu erarbeiten. Das finde ich mal ganz lustig. Ganz schön, ein Bogen. Aber ich glaube, den Bogen können wir liegen lassen. Der ist ja fast kaputt. Und bringt uns eigentlich auch nicht viel, weil er keine Verzauberung hat. Ansonsten, Bogen, verzauberter Bogen ist echt eine starke Waffe. Ich habe doch was gehört. Jemand röcheln gehört und eine Spinne habe ich gehört. Jetzt habe ich schon wieder jemand röcheln gehört. Eine Dreistigkeit. Ich versuche hier in Ruhe zu moderieren. Haltet den Mund. Ihr Ungesellen der Finsternis. Ungesellen ist auch so ein schönes Wort. Naja, immerhin haben wir wieder 16 Level. Das ist ja auch ganz schön. Nachdem ich... Ach, ich bin so traurig. Darüber, dass ich meine 31 Level in der letzten Folge verloren habe. Das ist ein wenig unschön. Aber was will man machen? Das Leben geht weiter. Also, eigentlich geht das Leben nach dem Tod eher selten weiter, aber im Spiel halt schon. Ja, ja. Muss auch irgendwie nervig sein hier irgendwie, dass der Minecraft-Charakter jedes Mal, wenn er stirbt irgendwie, wird er danach direkt wiedergeboren. Zum einen ist das gut, zum anderen ist das schlecht. Irgendwie, wenn man schon so, weiß nicht, 500 Jahre gelebt hat und sich dann irgendwann sagt, so, jetzt ist aber mal langsam gut hier. Und dann stirbt man an Altersschwäche und dann respawnt man einfach ein neuer, frischer am Spawnpunkt. Das ist auch schon sicher nicht so deftig. Ist sicher ein bisschen ärgerlich. Aber... Muss unser Minecraft-Charakter wohl durch? 500 Jahre lebt er ja hier noch nicht. Er lebt ja ehrlich gesagt erstmal seit 2012 lebt dieser Minecraft-Charakter hier. Da habe ich nämlich die Welt erstellt, in der wir hier spielen. Und seitdem geht auch dieses Let's Play. Also ich habe die Welt kurz vorher erstellt und dachte mir dann, hey, die Welt magst du doch eigentlich ganz gerne. Und dann wollte ich damit ein Let's Play machen mit der Welt. Habe ich dann mir, ich weiß noch, ich habe... Das kann ich euch ja vielleicht mal zeigen. Ich habe dann ganz so einen versucht, so einen Schiffsbruch zu simulieren. Also ich habe so einen Schiffsbruch, so ein gebrochenes Schiff irgendwie an den Strand gelegt und habe mich da reingestellt. Macht man manchmal komische Sachen, irgendwie, um zu versuchen zu entertainen. Aber ich weiß nicht, wie das überhaupt angekommen ist. Auf jeden Fall, das Minecraft Let's Play wurde früher auch relativ... gut geguckt. Meine Leute, da hatte ich auch irgendwie... Wobei, ich hatte da irgendwie... Wie viele Abonnenten? Gerade 120 oder so. Und ich hatte dann auch 10 Aufrufe auf Minecraft. Jetzt habe ich irgendwie... Ich meine, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, waren es 634. Wovon ich immer noch denke, warum haben 634 Menschen auf diesen Knopf bei mir gedrückt? Schauen sich ja Minecraft momentan so... 5 bis 20 Leute an ist das von den Aufrufen her, wenn man den Aufrufen glauben darf. Das ist ja auch immer die Sache. Aufrufe heißen ja nicht, wie viele sich das letztendlich angucken. Einige Aufrufe werden manchmal irgendwie nicht gezählt, andere werden doppelt gezählt. Da ist halt immer die Frage, ob das so recht stimmt. Da muss man sich dann eher schon die wiedergegebene Zeit angucken. Also YouTube zeigt dir immer bei deinen Videos an, wie lange das Video im Durchschnitt wiedergegeben wurde und wie lange es insgesamt wiedergegeben wurde. Da muss man sich immer das angucken und das dann dadurch teilen und dann hat man in etwa, wie viele die Folge ganz geguckt haben oder man kann es nicht genau sagen, weil es Durchschnittswerte dann sind. Und mit Durchschnittswerten kann man keine genaue, man kann eine allgemeine Aussage treffen, aber bedauerlicherweise nicht sagen, oho, bedauerlicherweise nicht sagen, wie es denn schlussendlich dann um, ja, ob jetzt irgendwie 3 Leute das Video einfach nur angeklickt haben und danach wieder weggeklickt haben, aber es ist versehentlich angeklickt haben, oder ob jetzt einfach Leute, hahaha, die Musik passt ja gerade sehr gut. Alter, die Musik. Die Musik. Oh, ich muss eine andere anmachen, tut mir leid. Das ist auch nicht viel besser.
das Skelett ist Geschichte. Das ist doch halbwegs schön. Dann belästigt es uns nicht mehr. Alter, die Musik ist manchmal... Also ich habe natürlich auch noch richtig in Erinnerung, dass einige Stücke ein bisschen nervig sind, wie ihr vielleicht gemerkt habt oder so. Das ein oder andere Stück ist einfach nicht so das Beste, um sich das anzuhören. Aber es ist auch mitunter, ja ich weiß nicht, Musik kann sehr viel zur Atmosphäre beitun. Und zumal ich bin sowieso nicht der mutigste, sag ich, oder was heißt mutigste, der mit am wenigsten Angst, sag ich mal. Sondern ich kann mir auch keine Horrorfilme und so angucken. So, einfach mal hinten in den Seidenbeutel schießen. Und da muss ich ehrlich zugeben, wenn ich mir da was angucke, da kann ich echt nicht schlafen und so. Also das ist schlimm. Also ich kann schlafen, aber ich lege mich ungern irgendwo hin. Deswegen, ich bin echt nicht so der... Aber es geht ja scheinbar vielen so. Irgendwie höre ich häufiger mal. Also ich kenne auch einige aus meiner Stufe, die ähnliche Probleme haben, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Auf jeden Fall muss ich wieder ein paar Fackeln machen. Alter, so viele Stacks Kohle. Was mache ich denn mit den ganzen... Das weiß ich echt nicht. So, irgendwo hier hatte ich doch Dingens gefunden. Den Weg nach unten. Genau hier war es. Mache ich mir erstmal wieder ein paar Kohleblöcke. So, so. Und es geht sogar diesmal genau auf. Das ist ja schön. Das ist echt schön. Das freut mich. Habe ich natürlich eben kurz im Kopf gerechnet, wie man das so macht. Hahaha. So, 51 Kohleblöcke. Das ist nicht gerade ohne. Ich lasse den Crafting Table da einfach mal stehen. Dann ging es hier ja runter. So, ich mach mal hier eben sicherheitshalber. So, so, so. Und dann buddel ich mich hier vorsichtig hinunter. Markiere, dass es hier wieder rausgeht. Wie soll man es auch sonst markieren? Oder was soll man auch sonst machen, außer markieren, dass es wieder rausgeht? Weil wenn man nicht mehr rausfindet, das ist das Blödste. So. Dann nehme ich noch, einfach weil es geht, die Kohle hier. Jetzt kommt auch noch irgendwelche Kirchengesänge oder so. Hilfe! So. Ja, ist schön, dass ihr da singt, aber ich hab ein dünnes Nervenkostüm, ein sehr dünnes Nervenkostüm. Lapis, wer sagt's denn? Das heißt, wir haben für die 1.8 auch sehr viel. Lapis, Gold und Brot nehme ich auch einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Ich kann wunderschön singen, nicht wahr? So, das Lied ist jetzt aber Gott sei Dank vorbei. Ich hätte es auch einfach wegschalten können, aber das wollte ich nicht. Es ist ja ein nettes Lied. Es tut mir ja nichts. Unpromised, also unversprochen. Es klingt gerade eher Fantasy-mäßig und nicht so recht gruselig. Aber hat auch schon eine gewisse Atmosphäre. Könnte ich mir halt, wie gesagt, eher in einem Fantasy-Spiel vorstellen, irgendwie in auf einer Ebene oder so, die ein bisschen magisch ist. Aber gerade nicht so als Horrormusik, beziehungsweise als Gruselmusik. Ich weiß gar nicht, nach irgendeinem Kriterium hatte ich diese Musik für die Höhle rausgesucht. Ich glaube, es war einfach, dass sie, ich habe bei Incompetech Music einfach Dark angegeben. Und das hier kann ja durchaus dark sein, also dunkel, also düster. Aber es muss ja nicht immer gleich irgendwie Horrormusik sein. Nicht wahr, meine werten Freunde? 61 Lapis haben wir dann auch schon wieder. Heidewitzka, was mache ich mit so viel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, hier ging es auch nochmal runter.
Hexen. Oh nein. Ich hasse Hexen. Kann man Enderman verzaubern? Also mit Tränken? Kann man den schwächen und so? Der steht da einfach. Jetzt steht er nicht mehr. Wow, was war das denn? Hat mich ein Skelett von der Seite getroffen. Alter, hält er mit Goldrüstung viel aus. Ich mach mal hier eben... Einfach nur, weil es sicherer ist. Ich könnte ja rein theoretisch auch... Lebe wohl, Skelett. Ich könnte ja rein theoretisch auch, irgendwas wollte ich sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Das ist natürlich sehr schön, dass es da oben so unsicher weitergeht. Ich traue mich hier gerade gar nichts abzubauen, weil da Lava ist. Verdammt. Hier geht's... Oh. Und wieder einer mit Goldrüstung. Habe ich eigentlich irgendwas Goldrüstiges aufgehoben? Nein, habe ich nicht. Ach, das ist ein Skelett diesmal mit Goldrüstung. Komm her. 23 Level haben wir schon wieder. Ist nicht schlecht. So, komm her, mein Erfahrungsdingens. Ich muss mir mal wieder ein neues Schwert machen. Dafür brauche ich erstmal ein bisschen Sticks. Und dann so. Okay, oh, das ist ja wunderschön hier. Ich fühle mich glatt wie zu Hause. Nur, dass zu Hause ein bisschen sicherer ist und irgendwie angenehmer. Nicht wahr? So, 17 Minuten auch schon wieder die Folge hier. Das geht schnell. Ach ja, das geht ehrlich schnell manchmal. Ach, das waren die Pfeile, die hier noch waren. Ja, das kann weg. Und, Strings können weg. So. Und dann weißt du einfach mal, weil es geht, kann ich ja mal rein theoretisch hier ein bisschen was mitnehmen. 64 kann ich ja einfach davon mal mitnehmen. Ist ja, denke ich, nicht verkehrt. Wenn man es hat, hat man es, nicht wahr? Und dann kann man dann hier auch entsprechend irgendwann mal vielleicht eine Schiene verlegen. Nicht wahr? Oh, ich bin schon wieder voll. Das heißt, ich muss wieder Kohleblöcke machen. Ich hätte vielleicht doch Dingens machen sollen. Ach nee, ich bin noch gar nicht voll. Ich hätte vielleicht doch die Sigtouch-Spitzhacke nehmen sollen und nicht die Forge mit. Weil normalerweise macht man das ja mit der Sigtouch, baut man ab aus der Höhle. Dann sichert man das irgendwie und schlussendlich macht man daraus dann, wenn man es gerade braucht, die Erzblöcke, die Erz-Items meine ich. So. 64 und 4 Kohleblöcke. Himmel, Herrgott, was will ich mit so viel Kohle? Eisen. Sehr schön. Habe ich da auch noch was übersehen vielleicht? Nein. Dann ist gut. Du guckst böse. Alter, wie viel hält die aus? Ich wollte schon sagen. Was hat die fallen lassen? Fläschchen nur. Und ein Speed. 20% Speed. Die nehme ich mal nach vorne. So, hier haben wir ganz viel Redstone. Hier leuchte ich lieber nochmal aus. Wir sind natürlich gerade noch geslowed, falls euch das auffällt. Fällt hier einigen nicht auf, aber ist natürlich immer ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man kämpfen muss. Ich nehme ja hier dann nochmal ein bisschen Schienen mit. So, habe ich jetzt 28 von. Das ist blöd, dass sich das ganze Inventar dann immer verschiebt. Warum wurde das so gemacht?
Oder wurde das so gemacht? Ich weiß nicht. Oder ist das von Optifine so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass es mich ein bisschen nervt. Ich sollte jetzt da eigentlich noch lang gehen, aber da war eine zweite Hexe noch, ne? Aber ich sehe sie gerade nicht. Boah, ich will gerade nicht den Enderman angreifen. Weil wenn der mich erwischt, dann sind meine Sachen für immer passé. Meine Rüstung ist auch schon ganz schön mitgenommen. Ich mach mal eben die eine Eisenspitzhacke, damit ich auch wieder einen Platz im Inventar frei habe. Mach ich mal eben Q. Tschüss, Eisenspitzhacke, du warst ein treuer Gefährte. So, hier ist noch sehr dunkel. Aber das ändern wir jetzt. Illuminieren heißt es ja, glaube ich, sogar. Das Ganze hier ein bisschen. Das ist nicht verkehrt, sondern sehr wichtig. Au, au. Wenn sich hier ein Creeper in die Luft sprengt, dann ist auch passé mit uns. Dann kommt nämlich die Lava schön von oben runter getropft. Das wäre echt ein Spaß. Stell mal ehrlich vor, bist du hier gerade beim Abbau und dann kommt ein Creeper. Buff. Oh nein, ein Geist. Ein Geisterpferd, ich höre es. Oder irgendwas anderes. Ich hoffe, es ist kein Troll. Ich habe ja More Creatures noch an. Himmel, Herrgott, warum habe ich das angelassen? Gold. Zombie. Hallo, Zombie. Mit deinem Goldhelm. Hoffentlich gibst du ihn mir. Den brauche ich. Gold. Oh, mein schönes Gold. Wie ich es liebe. Wie ich es liebe, mein Gold. Warum geht's hier so weit lang? So, das hier bedeutet jetzt einfach für mich, da muss ich noch lang. Ich kann mir sowieso nicht merken, was das bedeuten soll. Aber war hier nicht eben noch Lapis irgendwo? Da war's. Da war's. Da war's. So. Ach du Heilige, hab ich da jetzt auch schon viel von. Gold. Das ist auch ganz... Oh, Kiste. Lapis, Redstone, Melonensamen brauchen wir aber nicht. Wir haben ja Melonen. Und Brot. Das Brot kann ich eigentlich auch irgendwo liegen lassen. Das brauche ich ja auch nicht zur Not. Falls ich noch irgendwie einen Platz brauche. Das ist echt mit dem Platz, wenn man in eine Höhle geht, wirklich eng bemessen. Man kann gar nicht so viel rausholen, wie man schlussendlich findet. Wenn man echt dann vollläuft, ist das Problem. So. Auf jeden Fall sehe ich gerade, die Folge ist vorbei. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.